Hallo Freunde, begrüße euch aufs Herzlichste. Ja, ich möchte euch einmal was vorstellen. Ein neues Kochsystem. Meine Videos werdet ihr das eh schon gesehen haben, aber ich zeige euch das jetzt einmal ein bisschen näher. Und zwar geht es um das Kochsystem AB. AB3 Deluxe nennen sie das. Deluxe, deshalb sage ich euch gleich noch mehr dazu. Ich werde das Ganze als Werbesendung deklarieren, weil ich habe das Ganze von Bastian Job Military Basics gesponsert gekriegt. In dem Sinn, danke Bastian für den tollen Kocher, der ist echt super. War auch schon öfters in Einsatz, aber jetzt möchte ich nochmal genauer vorstellen. Das ist so ein kompaktes System mit so Hatzlamellen da unten, ist eigentlich so wie der Jetboil auf der Art, nur kostet er die Hälfte davon. Und ich glaube, viel schlechter ist er auch nicht. Er ist da mittels so ein kleines Drahtschlauferl ist das Ganze da gehalten. Kann man schön aufkloppen. Plastikdeckel zum Übernehmen, der hat eine Öffnung, wo es dann rausraucht, wenn es kocht. Das ist da dabei. Dann hat die AB3, die Deluxe-Ausführung, hat dieses Teil dabei. Ich werde das auch alles noch näher zeigen auf Fotos und so. Da kann man dann auch Äpfel und Pfanneln oder sonst was draufstehen. Kann man auch mit dem ganzen System so auch kochen. Dann passt eine Kartuschen rein, aber nur die 100 ml. Also die Gräsern passen nicht rein, sonst bringt es nicht mehr zu. Ja, ich habe da nur ein paar so Fetzeln drin, weil ich mag das nicht, dass das Ganze so scheppert. Das ist nicht meins. Dann kommen wir jetzt zum Brennerteil. Haben wir jetzt noch den Brenner dabei mit Piezo-Zündung, also Pipi-Feinst, und für die Kartuschen so ein Dreibein, dass das Ganze auch wirklich ganz gut steht. Ja, jetzt werden wir sagen, wir werden den nochmal aufbauen und dann schauen wir sich das an. Ja, was muss ich dazu sagen, das Ganze ist hart anodisiert, also da kann euch wirklich nicht viel passieren, das ist tippitoppi. Es haben auch schon manche gesagt, dass die Farbe ist eine Katastrophe. Ist natürlich Geschmackssache. Klar, wenn ich versteckt wo sein will, aber wenn ich den einmal betreibe, hört man Gas sowieso. Aber es gibt eine Möglichkeit, was mir zufällig aufgefallen ist. Man kann den nackig machen, man zieht den quasi aus. Das geht ganz gut. Dann ist er entweder in den Grau, wenn man das nicht braucht. Ist er quasi in Grau oder man geht ganz einfach her und dreht es um. Kann man natürlich auch, dann ist das schwarz. Ich montiere das jetzt da nicht drauf. Dann haben wir halt einen schwarzen Topf. Gut, dieser Topfständer und der Brenner selber ist natürlich orange, aber okay. Für die, die was halt die Farbe ein bisschen stört. Wie gesagt, die Deluxe-Ausführung ist deshalb, weil wir den Topfständer noch dabei haben. Es gibt da noch die AB1, Star, glaube ich, heißt die. Das ist dasselbe nochmal, nur ohne den Topfständer. So, ziehen wir ihn wieder an. Sonst ist er ja so nackig. Geht aber auch relativ flott. Höchstens mal müsst ihr sagen, das ist dann der Vorzeigeeffekt, ist eh klar. So. Wie gesagt, mich stört die Farbe nicht, weil das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Wir haben da drinnen eine Skala mit 0,4, 0,6 und 0,8. 0,8 ist ca. so 2 cm vom Rand. Ich würde viel mehr würde ich auch nicht wirklich eingeben. Ja, aber wie gesagt, jetzt werden wir das Ganze mit zusammenschrauben. Nicht vergessen, dass man den vorher aufklappt, weil sonst könnte es kein Gas geben. Und eventuell schauen, dass er zudraht ist. Dann kommt Füßchen drauf. Da passen natürlich auch die 250er oder 500er auf, ist eh klar. Na komm, zieh den nicht so. So. Dann schaut das Ganze mal so aus. Dazu
gibt es jetzt den Absatz. Da klappt man ganz einfach die Viersasse. Kann den da jetzt super drauf setzen. Die ganzen Viers ein bisschen verdrehen. Dann verkanten sie die und dann sitzt das auch relativ gut da oben und streng. Dann ein Nachteil, was natürlich ist an den ganzen, wenn ihr wirklich kleine Töpfel habt oder so draußen, dann die stehen da nicht wirklich drauf. Aber es wisst ihr, ich stehe auf meine Lüftergitter von der PC. Das ist glaube ich jetzt ein 120er. Lege ich da oben drauf. Sage euch das alles noch mal näher, ich mache dann nicht noch mehr Büro mehr. Und kann dann alles Mögliche da oben schön anstellen. Wurscht, ob das jetzt eine kleine Tassen ist, mein Bioletti oder eine große Pfanne. Passt natürlich alles perfekt. Will man sich aber Wasser wärmen, na klar, dann ist natürlich der Topf vorrangig. Der hat da so quasi so Nuten. Und man natürlich das wieder runtergeben, dann tut man sich leichter. Und die hat da auch Nuten, das rastet da ein, verdreht man und dann hält das Ganze fix drauf. Der Henkel ist auch ein Gras, den muss man da drucken, dass man den, sonst ist er schön verriegelt, also man kann mit den arbeiten, wie man will. Macht sie nicht schlecht, man hat dann noch den Deckel drauf und ich muss sagen, das Ganze ist tippitoppi. Ja, ich spüre euch jetzt noch ein paar Büdeln davon ein und werde ein bisschen näher filmen von dem Ganzen. Da kann man jetzt auch schön die Inhaltsangaben sehen, die Einteilung. Da ist der Griff auch schön zum Verriegeln. Da ist der Pipi-Fenster. Da sind diese Nasen, wo dann das Topferl schön einrast. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Und ich werde mir da jetzt noch mal ein Käffchen schnell machen. Weil windgeschützt ist das Ganze schön, der Brenner. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen was zeigen, konnte euch dafür interessieren oder auch nicht. Jeder wie er meint. Ihr wisst, ich habe genug Kochsysteme und ich werde den Sommer sicher mit Gas unterwegs sein, weil das einfach für mich das Sicherste im Augenblick ist. Und in dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao Freunde!